Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Micha, ich bin 2021 nach Rumänien ausgewandert und ich möchte euch ein bisschen das Land zeigen, abseits der großen Turi-Hochburgen. Heute nehme ich euch mit nach Vama Vece, dem südöstlichsten Punkt Rumäniens, und dann gehen wir ein bisschen die Schwarzmeerküste hoch Richtung Konstanza. Die meisten werden aus Richtung Bukarest nach Konstanza anreisen. In dem Fall muss man an der Donaubrücke die Brückenmaut entrichten, wie ich ja bereits in meinem Autofahren in Rumänien Video erwähnt habe. Hierzu fährt man auf der ganz rechten Spur, die mit Cash markiert ist. Derzeit kostet die Maut 13 Lei für eine Überquerung, umgerechnet etwa 2,60 €. Die alte Eisenbahnbrücke, die heute stillgelegt ist, war bei ihrer Einweihung 1895 mit 750 Metern die größte Brücke Europas. Hier sind wir jetzt in dem ehemals verschlafenen Fischerdörfchen Vama Vece, das so ziemlich der südöstlichste Punkt Rumäniens darstellt. Kilometer hinter mir oder so ist die bulgarische Grenze. Das war so weit ab vom Schuss, dass hier sogar bereits in den 70ern sich eine rege Hippie-Kommune hier gebildet hat, obwohl das Ceausescu-Regime noch war. Im Laufe der Jahre hat sich das aber alles total kommerzialisiert. Mittlerweile ist hier Bar und Bar. In den Sommerferien, die hier schon im 12. Juni beginnen und 3 Monate dauern, ist dann 24/7 Dauerbeschallung. Ich hoffe, ich kriege keinen Copyright-Strike. Jetzt ist Vorsaison, wird alles hergerichtet. Die Buden sind über den Winter verbarrikadiert mit Brettern und jetzt richten sie alles her für die Ferienzeit. Also wer günstigen Saufurlaub machen will aus Deutschland und nicht nach Bulgarien, der kann hierher. Saufen ohne Ende. 24/7 im Sommer. Ich habe letztes Jahr im Sommer hier gezeltet oder besser gesagt im Bulli übernachtet. Auch da hinter mir, 50 Meter vor der bulgarischen Grenze, ist das Wildcampen geduldet. Ist zwar nicht erlaubt, aber geduldet. Und ja, wer billig saufen will, den Camper da hinstellen. Im Sommer sind natürlich die Camperplätze auch rar. Und gib ihm. Immer ordentlich rein in den Hohlkopf. Das Beste ist solche Hotelkomplexe wie hinter mir. Das ist schon das Größte, was es hier gibt. Die Bevölkerung hier hat sich erfolgreich gewehrt gegen riesengroße Hotelblöcke à la Malle, was den Ort schon noch ein bisschen ansehnlich macht. Jetzt in der Frühjahrssaison ist das Meer natürlich noch ein bisschen böse, aber letztes Jahr, als ich hier war, ging es eigentlich. Ich hoffe, mit dem Wind geht es einigermaßen, mit meinem Plüschi-Mikrofon. Hier liegen auch im Sommer dann überall die Besoffenen am Strand rum. Von Hippies der alten Garde ist natürlich nichts mehr übrig. Ja, Anreise hier im Sommer, hier ist wirklich alles zugeparkt dann. Man muss sich schon durchquetschen. Mit einem größeren Wohnmobil oder so, schwierig. Mit meinem VW-Bus kam ich letztes Jahr einigermaßen gut durch. Ohne Kratzer zumindest. Also hier der ganze Tourismus ist entweder in kleinen Pensionen, auf Campingplätzen oder wild irgendwo in der Pampa. Einkaufen kann man hier überall, gibt es kleine Läden zum Einkaufen. Wenn es nicht so derart verkommerzialisiert wäre, wäre es echt gut. Aber ich sag mal, für 16- bis 22-Jährige, die nur einen Saufurlaub wollen, ideal hier. Neun Kilometer nördlich von Vama Vece befinden sich 5 Kurorte, die nach der griechischen Mythologie benannt wurden. Von Süd nach Nord sind das Saturn, Venus, Jupiter, Neptun und Olymp. Alle 5 wurden in den frühen 70ern aus dem Boden gestampft und sollten den Arbeitern zur Erholung zur Verfügung stehen.
Es gab reine Urlaubsressorts als auch Kliniken zur Behandlung von chronischen Erkrankungen. Die Orte versprühen auch heute noch an vielen Stellen den Charme der kommunistischen 70er. Aber wer Ruhe sucht, kann sie durchaus hier finden. Diese Resorts Ortschaften zu bezeichnen ist indes eigentlich falsch, da sie im Winter bis auf ein paar Servicekräfte praktisch unbewohnt sind. Es gibt hier in der Gegend noch zwei ungewöhnlich benannte Ortschaften, nämlich 2. Mai, benannt nach dem Datum der Auflösung der Fürstentümer Moldau und Walachei durch Alexandru Ioan Cuza, zum Zwecke Reformen schneller durchzusetzen, und 23. August, dem Datum des königlichen Staatsstreichs unter der Führung von König Michael I., der die Militärdiktatur von Ion Antonescu beendete. 1995 sollte der Ort wieder in seinen ersten Namen Tatlagiacul Mare zurückbenannt werden, dies wurde aber von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt. Hier sind wir jetzt am verschlafenen Nestchen Kostinesht an der Schwarzmeerküste, ein bisschen nördlich von Vamavece, zwischen Vamavece und Constanza. Und hier ereignete sich am 15. Oktober 1968 ein kleiner Unfall. Und seitdem liegt da ein Schiff. Das ist die Evangelia, E-Evangelia, die wurde 1942 gebaut, dann lief sie unter der Blue Star Line, dann wurde sie 1961 verkauft an eine griechische Reederei und 1968 lief sie genau an dem Punkt auf Grund und seitdem liegt sie da. Denn die Reederei ging kurz darauf pleite, dann ging es noch darum, ob das ein Versicherungsbetrug ist, dann ging es hin und her, niemand fühlte sich dafür verantwortlich. Der Staat auch nicht und seitdem gammelt das Ding da so vor sich hin. Mittlerweile ist eine Touristenattraktion geworden hier im Ort. Einige schwimmen auch darüber, habe ich schon im Internet gesehen. Bin gespannt, wie lange das Ding da liegt, bis es zusammenfault. Also jetzt sind es schon 54 Jahre, dass das Ding da liegt. Bin gespannt, ob es nochmal 54 Jahre geht, bis es weg ist. Interessant, ich habe nachgelesen, das Ding hat einen 6-Zylinder Schiffsdiesel mit nur 480 PS, halt Hubraum ohne Ende. Aber interessant, dass da nur 480 PS rauskam. So, liebe Zuschauer, damit möchte ich das Video für heute beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch den Kanal, wenn ihr mehr über das Leben und Auswandern nach Rumänien erfahren wollt. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, euer Micha.